die erste Landtagssitzung im September. Und meine geschätzten Damen und Herren, bevor ich auf die Inhalte der Landtagssitzung eingehe, möchte ich auf die Berichterstattung des heutigen Tages ganz kurz eingehen, wenn nämlich da eine österreichische Tageszeitung von Impfrevolte innerhalb der Freiheitlichen schreibt und in absoluter Verdrehung der Tatsachen und Motive hier versucht, eine Kampagne im Dienst und im Sold der ÖVP zu führen und da auch unterstellt, dass hier alle Landesobleute der FPÖ geimpft seien. So kann ich ja nicht für die anderen sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Und auch wenn es in Wahrheit niemanden etwas angeht und es meine feste Überzeugung ist, kann ich Ihnen sagen, dass ich nicht geimpft bin. Ohne darüber jetzt im Detail über meine Beweggründe diskutieren zu wollen. Aber ich finde es schon notwendig, in Anbetracht dieser Berichterstattung hier auch für etwas Klarheit zu sorgen. Und ich halte hier kein Plädoyer gegen die Impfung. Ich halte aber auch kein Plädoyer für die absolute Letalität von Corona. Ich halte lediglich ein Plädoyer für die Freiheit und auch für die Impffreiheit des Einzelnen. Und genau darum dreht sich auch unsere Politik und in weiten Zügen auch die Inhalte der kommenden Landtagssitzung am Donnerstag, wo wir Freiheitliche eben auch mit einer aktuellen Stunde mit dem Titel Nein zum Impfzwang, Ja zur Freiheit und Selbstbestimmung vorstellig werden. Und wo wir Freiheitliche auch die Brutalität aufzeigen wollen, mit der die ÖVP gegen Ungeimpfte vorgeht und dabei insbesondere die niederösterreichische Landeshauptfrau in die Pflicht nehmen. Diese meinte nämlich noch im Dezember 2020, dass sie bei der Impfung auf Freiwilligkeit setze. Ja, wenn man sich die heutige Politik der Landeshauptfrau ansieht, dann muss man ihr attestieren, dass ihr Wort nichts wert ist. Anders kann das nicht funktionieren, denn sie führt in Niederösterreich das strengste Impfregime bundesweit. Da wird massiv Druck auf Mitarbeiter ausgeübt, die sich nicht impfen lassen wollen. Das Berufsverbot für Ungeimpfte im Landesdienst, bei Neuanstellungen im Landesdienst, das gibt es ja schon. Also unternimmt die ÖVP jetzt alles, um bestehende Mitarbeiter zur Impfung zu bewegen, sagen wir es einmal freundlicher. Man könnte auch sagen, sie zu erpressen. Und als gelernter Niederösterreicher weiß man, wie die ÖVP mit jenen umgehen wird, die nicht spuren. Da kann man durchaus auch von einem gewissen Impfterror sprechen. Denn überall dort, wo die ÖVP an den Schalthebeln der Macht sitzt, wird die Schlinge enger gezogen und die Impfpflicht wird hier zur Realität. Und das geht auch schon so weit, dass der Impfstatus in Niederösterreich darüber entscheidet, ob man ein Schwimmbad besuchen darf oder nicht. Und da verweise ich, und das kennen Sie mittlerweile alle, auf das geltende 2G-Regime im Florian-Berndl-Bad in Biesenberg in Korneuburg. Denn dort wird nur mehr Geimpften oder Genesenen innerhalb von 6 Monaten nach Genesung ab 12 Jahren der Zutritt erlaubt. PCR-Tests, selbst solche von offiziellen Teststraßen, werden da nicht akzeptiert. Und verantwortlich dafür ist niemand geringerer als der ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde. Und dieses Zutrittsverbot für ungeimpfte Kinder ist das beste Beispiel für eine politische Agenda einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, die offenbar von der ÖVP verfolgt wird. Entweder man beugt sich den politischen Zwangsmaßnahmen oder man wird eben vom sozialen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Alle, die nicht geimpft sind, werden unter Generalverdacht gestellt, krank und ansteckend zu sein. Und diese neue Normalität von ÖVP und Grünen, die auf Stigmatisierung und Brandmarkung aufbaut, ist nicht nur demokratiepolitisch letztklassig, sondern auch brandgefährlich. Und ich warne da vor Maßnahmen wie die generelle Impfpflicht im niederösterreichischen Landesdienst oder eben das Schwimmbadverbot für ungeimpfte Kinder, ja erst der Beginn einer immer autoritärer agierenden Politik sind, die ja spätestens nach der Oberösterreichwahl und als gelernter Österreicher weiß man auch das, noch viel schlimmer und brutaler ausfallen werden. Dass generell Kinder schon wieder in den Corona-Wahnsinn mit hineingezogen werden, das halte ich für absolut unverantwortlich. Wir wissen heute längst aus unzähligen Studien, dass die Schäden der Corona-Maßnahmen von ÖVP
und Grünen für Kinder weitaus dramatischer sind als die Infektion selbst. Und trotzdem macht die Regierung weiter wie bisher und gießt als Brandstifter Öl ins Feuer. Und da stellt sich für mich die berechtigte Frage, wie viele Studien die ÖVP noch braucht, die katastrophalen Folgen der Corona-Maßnahmen aufzeigen, bis sie unsere Jüngsten endlich in Ruhe lässt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Fakt ist, in Österreich sind 79% der Kinder Lockdown geschädigt. Das war das Ergebnis einer Studie der Uni Salzburg, die bereits im März veröffentlicht worden ist. Eine im Februar 2021 durchgeführte Befragung der Donau-Uni Krems und der Med-Uni Wien von 3052 Schülern ab 14 Jahren hat ergeben, 55% litten unter depressiver Symptomatik, die Hälfte unter Ängsten, ein Viertel unter Schlafstörungen und 16% hegen Selbstmord. Gedanken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist doch bitte Zahlenmaterial, das uns dringendst zum Umdenken auffordern sollte. 16% der befragten Jugendlichen hegen Selbstmordgedanken. Es gibt einen bedrohlichen Anstieg bei Essstörungen und viele wollen nicht mehr außer Haus, weil sie fürchten, die Oma oder sonst jemanden zu schaden. Die Leiterin von Rad auf Draht, Birgit Sattke, hat da erst jüngst Alarm geschlagen, weil die Beratungen zum Thema Suizid bei Kindern und Jugendlichen um 20% gestiegen sind. Und wenn ich Frau Sattke hier zitieren darf, sagt sie, die Dramatik und Dringlichkeit der Themen hat seit dem ersten Corona-Lockdown stark zugenommen. Statt über Liebeskummer oder die erste Reise ohne Eltern führen wir immer mehr Gespräche zu Angstzuständen, Essstörungen und Suizid. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, all das sind die Folgen einer unverantwortlichen, unüberlegten und ich sage es in dieser Deutlichkeit kinderschädlichen Politik, deren echte Tragweite ja noch gar nicht bekannt ist. Und da braucht es sofortiges Ende dieser verantwortungslosen Politik auf dem Rücken kommender Generationen. Und da ist natürlich der dringende Appell an die Regierenden zu richten, unseren Kindern ihre Freiheit, ihre Freude und auch ihre Freizeit zu lassen. Wir Freiheitliche sprechen uns für ein sofortiges Ende der evidenzbefreiten, unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen. Da insbesondere für ein normales Leben ohne jedwede Einschränkungen für Kinder aus. Und ich sehe es als zentrale Aufgabe der Politik, alles dafür zu tun, um unseren Kindern ein völlig normales Leben auch zu ermöglichen. Und dazu gehört auch ein normaler Schulbetrieb, auch wenn man das vielleicht in der Vergangenheit auch selbst als Kind und Jugendlicher nicht so gesehen hat. Aber ein normaler Schulbetrieb ohne Masken, Tests und Impfzwang sowie ein normaler und freier Zugang zu sämtlichen Freizeitaktivitäten. Und sollten die politischen Verantwortlichen ihre Zwangsmaßnahmen gegenüber Kindern weiter fortsetzen oder eben sogar noch verschärfen, dann nehmen sie speziell bei Kindern und Jugendlichen einen enormen Schaden in Kauf, der nachweislich größer ist als der Nutzen. Und dass die aktuellen Maßnahmen in den Schulen vielfach überzogen und nicht notwendig sind, das bestätigen Mediziner und Experten der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie in einer erst jüngst veröffentlichten Stellungnahme. Die Infektionsmediziner sprechen sich dafür aus, Schulen und Einrichtungen des sozialen Lebens für Kinder offen zu halten, egal wie hoch die Inzidenz in der Region gerade ist. Und ich darf aus dieser Studie zitieren, weil es eben hier um evidenzbasiertes Handeln geht und uns das auch so wichtig ist. Wenn hier steht, die durch nationale und internationale Daten belegte überwiegende Evidenz spricht gegen Schul- und Kita-Schließungen als Maßnahme der Pandemiekontrolle. Vollumfänglicher Präsenzunterricht und Präsenzbetreuung in Grundschulen und Kitas muss oberste Priorität sein. Im Sekundarschulbereich können der Infektionsausbreitung angepasste Hygienemaßnahmen das ohnehin geringe innerschulische Übertragungsrisiko weiter reduzieren, sodass auch für Kinder und Jugendliche des Sekundarbereiches Präsenzunterricht die Regel sein sollte.
Die Impfung von Kindern ab 12 Jahren wird entsprechend den Modellierungen des Robert-Koch-Instituts keinen relevanten Beitrag zur Reduktion der Infektionszahlen bei vulnerablen und nicht geimpften Erwachsenen leisten. Die Seltenheit von Long-Covid bei Kindern bei bislang ungeklärter Definition dieses Krankheitsbildes kann ebenso wie der seltene, schwere, aber regelhaft gut behandelbare BIMS nicht als Begründung für die Fortsetzung der einschneidenden Hygienemaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen angeführt werden. Und weiters heißt es, die zunehmend publizierten Daten zu den Schäden bei Kindern und Jugendlichen übertreffen bei weitem den unterstellten Nutzen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, unter der Voraussetzung, dass sich das Virus in Deutschland gleich verhält wie in Österreich, wovon ich als Laie jetzt einmal ausgehe, und unter der Voraussetzung, dass diese Experten weder Aluhutträger noch Freiheitliche sind, stellt sich da einfach für mich die Frage, wie es sein kann, dass Experten für Infektionskrankheiten bei Kindern zu diesen Ergebnissen kommen und Politiker von ÖVP und Grünen in Österreich und Niederösterreich uns jeden Tag etwas diametral anderes erzählen. Und ebenso interessant erscheint da die Tatsache, dass die Mediziner die laufende Teststrategie in den Schulen zerpflücken, und darf hier weiter zitieren. Die mehrmals wöchentliche, nicht anlassbezogene Testung aller Kinder mit Antigentesten, die vor allem bei asymptomatischen Kindern eine niedrige Sensitivität aufweisen, ist aus mehrfach dargestellten Gründen nicht sinnvoll. Auch die sogenannten Lolli-Tests, Klammer auf, PCR-basierte Pool-Tests, Klammer zu, bei nicht anlassbezogenem Einsatz ergeben keine Vorteile trotz ihrer besseren Sensitivität. Kinder, die sich solchen Tests unterziehen müssen, werden dadurch auch psychologisch grundsätzlich als potenzielle Gefährder eingestuft. Falsch positive Antigen-Testergebnisse lösen eine Kaskade schwerwiegender Interventionen aus, die sich im Nachhinein als nutzlos erweisen. Und zu Gemeinschaftseinrichtungen und Freizeitaktivitäten heißt es in der Stellungnahme, Gemeinschaftseinrichtungen tragen in der jetzigen Situation, Klammer auf, keine Lockdown-Maßnahmen mehr im öffentlichen und privaten Bereich, Klammer zu, nicht wesentlich zur Gesamtausbreitung des Erregers in der Gruppe der nicht geimpften Kinder und Jugendlichen bei. Die weit überwiegende Zahl der an einer SARS-CoV-2-Infektion erkrankten Kinder ist asymptomatisch oder erkrankt mild und selbstlimitierend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf Basis dieser evidenzbasierten Maßnahmen fordere ich die allesamt wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet sind und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind, das muss man auch einmal so sagen, ein sofortiges Ende sämtlicher Einschränkungen und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Und da Schulschließungen schlimmer sind als das Virus selbst, bestätigt auch der Kinderarzt an der Uniklinik Graz und Chefinfektiologe der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde Dr. Volker Strenger. Und der Mediziner warnt vor überschießenden Reaktionen auf steigende Infektionsraten. Denn aus dem relativ geringen Risiko für Kinder, schwer an Covid zu erkranken, lasse sich eine Feststellung ableiten. Darf ich zitieren? Das Virus selbst ist für Kinder nicht so bedrohlich, wie es Schulschließungen mit all ihren sozial- und bildungspolitisch schädlichen Folgen sind, so Strenger. Ja, und entsprechendes Datenmaterial dazu liefert auch die Gesundheit Österreich GmbH, also ein nationales Forschungs- und Planungsinstitut. Und demnach ist das Risiko für Kinder, mit Corona im Spital zu landen, weitaus geringer als für Erwachsene. In der ersten Hälfte des Jahres wurden 20.055 Covid-Fälle von Kindern bis einschließlich 9 Jahren registriert. Für 1,67% bedeutete dies einen Spitalsaufenthalt. Davon wiederum kamen 0,14% auf eine Intensivstation. In der Altersgruppe 10 bis 19 Jahren mussten 0,82% von 37.170 Kindern ins Krankenhaus. 18 davon auf Intensivstationen. Das sind 0,05%. Und dabei sind auch jene erfasst, die Covid als Nebendiagnose hatten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, für ein sofortiges Ende der staatlichen Corona-Maßnahmen sprach sich ebenso erst am vergangenen Freitag die Vereinigung Deutscher Kassenärzte aus. Und darf ich auch zitieren,
Wenn eine Impfpflicht nicht gewollt ist, und ich will sie auch nicht, dann gibt es politisch nur eine Alternative, die Aufhebung aller staatlich veranlassten Restriktionen. Das sagte der stellvertretende Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Stefan Hofmeister, auf der Vertreterversammlung am Freitag in Berlin. Es müsste Schluss sein mit Gruselrhetorik und Panikpolitik. Nach anderthalb Jahren im Krisenmodus brauchen wir endlich eine rationale Diskussion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben hier einige Zitate jetzt gehört, die vielleicht etwas länger, etwas mehr Zeit in Anspruch genommen haben, aber in meinen Augen sehr wichtig sind, um eben auf diese evidenzbasierte, faktenbasierte Politik zu drängen, die ich hier in Österreich und in Niederösterreich leider vermisse. In Österreich werden leider diese Stimmen weder gehört noch zugelassen, weil es eben nur eine Meinung geben darf. Und wer diese Meinung nicht annimmt, der wird an den Pranger gestellt. Der wird verächtlich gemacht und in seiner Existenz bedroht, indem die ÖVP jene Menschen, die sie durch ihre Maßnahmen in die Arbeitslosigkeit getrieben hat, jetzt auch noch das Arbeitslosengeld streicht, wenn man sich nicht impfen lässt. Und wir werden in der kommenden Landtagssitzung all die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die gegen das Corona-Maßnahmenregime und die Impfapartheit sprechen, auf den Tisch legen und auch die Regierenden entsprechend auffordern, ihre Panikpolitik und ihren autoritären Impfzwang sofort einzustellen. Wir brauchen die rasche Rückkehr zur echten Normalität. Unsere Kinder und unsere Familien brauchen die Rückkehr zur echten Normalität und die österreichische Wirtschaft braucht die Rückkehr zur Normalität. Jeder, der sich impfen lassen möchte, kann das tun. Aber jeder, der das eben nicht möchte, der sich nicht impfen lassen möchte, darf keine Nachteile erleben. So einfach ist das und genau das verstehen wir unter Freiheit. ÖVP und Grüne investieren viel zu viel Energie in die Angstpolitik und das Verschleiern und Vertuschen von Zahlen und Datenmaterial. Und das muss endlich aufhören. Es kann nicht sein, dass die Regierung nach mehr als eineinhalb Jahren keine Studien vorlegen kann, welchen Nutzen die gesetzten Maßnahmen überhaupt hatten. Dass die Impfung gar nicht der viel bemühte Gamechanger sein kann, das belegen ja auch die Zahlen und das belegt auch der Blick nach Israel. Wir Freiheitliche fordern das sofortige Ende der Angstpolitik, des Impfzwangs sowie sämtlicher evidenzbefreiter Corona-Maßnahmen. Die Pandemie, die wird so lange dauern, solange Inzidenzen jeden Tag auf- und abgespielt werden und die Regierung Maßnahmen setzt, die nicht erklärbar sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, in Selbehorn stößt auch unsere vor dem Sommer noch eingebrachte Initiative auf Änderung der Landesverfassung, die jetzt in der Landtagssitzung am Donnerstag behandelt wird, wo es um die Rechte der Niederösterreicher geht und den Freiheitsbegriff. Und mit der Änderung der NÖ-Landesverfassung wollen wir eben die Rechte unserer Landsleute stärken und jene Politiker in die Schranken weisen, die die Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen treten. Und die ÖVP in Niederösterreich hat einen noch nie dagewesenen, freiheitsberaubenden und die Verfassung ignorierenden Kurs eingeschlagen und mit der Aufwertung der Landesverfassung im Sinne der Bürger soll das in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die ÖVP hat mit unzähligen gesetzes- und verfassungswidrigen Verordnungen die persönliche Freiheit eines jeden Einzelnen massiv eingeschränkt. Und diese Freiheit diametral entgegenstehenden Maßnahmen sind einzigartig in der Geschichte der Zweiten Republik, sodass die Unfreiheit zu den größten Bedrohungen unserer Zeit zählt und diese Gefahr auch noch lange nicht gebannt ist. Und für uns Freiheitliche sind die persönliche Freiheit und Grundrechte ganz einfach nicht verhandelbar. Und wir wollen hier mit folgender Änderung hier auch diese Rechte stärken, wo hier im Artikel 4 folgender Absatz ergänzt werden soll. Persönliche Freiheit der Landesbürger. Jeder Landesbürger hat das Recht auf persönliche Freiheit. Diese Freiheit ist unantastbar. Jeder Landesbürger hat das Recht auf ein freies und selbstbestimmtes Leben. Diese Gesetzgebung des Landes Niederösterreich hat maximale Freiheit für jeden Landesbürger zu gewährleisten. Und ich bin schon äußerst gespannt auf das Verhalten der ÖVP mit einer leichten Vermutung, in welche Richtung das Abstimmungsverhalten der Mehrheitspartei in diesem Land auch gehen wird.
Vielen Dank. Ja, danke schön. Gibt es Fragen? Zwei Kleinigkeiten. Die Verfassungsänderung ist das sozusagen abzielend auf Impfzwang, Impfpflicht, die Sie allenfalls kommen sehen. Und wenn ich eine zweite Frage anschließen darf, die eingangs erwähnte Berichterstattung der Zeitung, dass Sie geimpft seien oder die blauen Landesspitzen, werden Sie da auch rechtliche Schritte allenfalls antreten mit der Klubobmann? Schauen Sie, ich gehe jetzt mal auf die zweite Frage zuerst ein. Ja, wir werden es uns anschauen. Aber ganz ehrlich, ich habe momentan wirklich Besseres zu tun, als jeden Schwachsinn einzuklagen, der irgendwo geschrieben wird, auch wenn es notwendig ist in Wahrheit. Und es ist ja nicht die Aussage, ich sei geimpft, irgendwie kreditschädigend. Das würde ich ja niemals behaupten, weil ich ja niemals behaupten würde, dass jeder, der sich impfen lässt, ein schlechterer Mensch sei. Und deswegen würde ich klagen. Wenn, dann wäre es dasselbe wie der Bundespartei, ob man Kickl auch Herrn Rosam klagt, weil es darum geht, dass hier suggeriert wird, man würde hier die Menschen, die Wähler belügen. Und das wäre der einzige Ansatzpunkt, der hier zu wählen wäre. Aber das werden wir uns auch noch gut überlegen. Denn die Zeit ist kostbar und wir haben genug andere Dinge zu tun, als uns damit wegen Tageszeitungen vor Gericht zu beschäftigen, auch wenn wir diesen Konflikt natürlich nicht scheuen. Zur ersten Frage, was die Verfassungsänderung betrifft, dann selbstverständlich. Es geht ja um den zentralen Begriff der Freiheit. Und genau dieser Impfzwang ist ja auch eine Beschränkung der persönlichen Freiheit der Menschen. Aber dieser Absatz in der Landesverfassung, diese Änderung, die von uns angestrebt wird, soll natürlich nicht nur den Impfzwang, was jetzt Corona betrifft, umfassen, sondern auch weiter darüber hinausgehen. Dieser Freiheitsbegriff fehlt ganz einfach in der Landesverfassung. Und wie es der Name unserer Partei schon erahnen lässt, ist natürlich die Freiheit eines unserer höchsten Ziele, die es für uns gilt, zu verfolgen. Und genau das wollen wir natürlich auch in der Landesverfassung entsprechend verankern. Und in Anbetracht der aktuellen Politik, die wir erleben, ist es halt eine Frage, was noch alles kommen könnte. Und wir könnten uns noch öfters wundern, was alles möglich ist, wenn die Falschen an der Macht sind. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, danke ich fürs zahlreiche Erscheinen und wünsche noch einen schönen Wochenbeginn.